Der Sturm Kieran im Süden Englands hat am Mittwoch für schwere See, starke Niederschläge und extreme Winde gesorgt. Das Unwetter kam mit Böen, die Höchstgeschwindigkeiten von rund 170 km/h hatten. Medienberichten zufolge gab es bereits mehrere Verletzte. Und der Sturm soll auch noch am Donnerstag weiter wüten, während er sich in Richtung Nordfrankreich verlagert hat, wo bereits etliche Schäden durch umgestürzte Bäume auf Straßen und Bahnstrecken gemeldet wurden. Auch kam es dort vielerorts zu Stromausfällen. Hunderttausende Haushalte seien betroffen, so die örtlichen Energieanbieter.